Sehen Sie, es ist ja, geht ja nicht so nur, dass wir mit Zahlen umgehen müssen. Wir müssen uns einfach der Tatsache stellen, dass die Herausforderung der heutigen Zeit auch eine heilsame sein kann und uns zu etwas herausfordert, zu etwas provoziert. Und dem möchte ich mich stellen. Habe ich eine Antwort? Habe ich nicht. Habe ich eine Zuversicht? Ja, vollkommen. Weil der Herr wirkt. Im Übrigen, ich kenne hier im Hause ja, die Priesterkandidaten und ich kann fast von jedem sagen, dessen Berufungsgeschichte ist nicht einfach nur das Produkt, das Resultat von einem Projekt, von einer Planung, ist ein Geschenk, ein Wunder. Darauf setze ich. Also, nicht jeder, der hierher kommt, ist auch automatisch schon berufen. Es muss erstmal geprüft werden. Glauben Sie mir, das ist nicht einfach, aber ist auch geboten. Aus Respekt vor Gott, auch wirklich auch, aber auch aus Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Person gegenüber. Wie in Zukunft, sagen wir in 7, in 10, in 15, 20 Jahren das aussieht, wie das Albertinum hier aussieht, kann ich Ihnen jetzt heute nicht sagen. Aber wissen Sie, es ist auch nicht meine Frage. Ich bin gespannt, wo uns auch der Herr durch die Lebensumstände hinführt. Vielleicht in ganz neue Situationen, in Umständen, in neuen Orten, wo dann die Erziehung und Begleitung von Berufungen geschieht. Die Zahlen sind immer eine Versuchung. Ich möchte aber es anders sehen. Die Zahlen, dahinter stehen Personen. Sind es 100? Sind es 3? Es sind Personen, die ihre Berufung Gott verdanken. Und ich möchte wirklich dem dienen. Vielleicht, ja, in der Tat, ist ein Bistum dazu berufen oder dazu herausgefordert, vorerst mal mit wenigen Priestern das Volk Gottes zu begleiten. Berufung ist nie abgeschlossen. Berufung ist ja wirklich eine Lebensgeschichte, eine Beziehungsgeschichte und deswegen, sie hat einen Beginn, ganz klar, erstmal kleiner Samen, aber dann ist es ein Crescendo und bis zum letzten Lebensatem dauert dieses Crescendo an.